Ja, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr seht mich hier wieder in meiner Reaction-Umgebung, das heißt, es gibt wieder eine Reaction. Ja, Leute, das habt ihr richtig erkannt, und zwar seht ihr schon im Titel, wie viel ist dein Outfit wert? Ja, ein kritisches Thema auf YouTube heutzutage. Es haben schon einige YouTuber drauf reagiert und mich haben auch einige Leute danach gefragt, weil ich als Fashion-YouTuber, Leute, da darf mein Senf natürlich nicht fehlen. Die Frage ist jetzt, was halte ich davon? Ich war ja selbst schon mal in einem Video drin von Patrick Always Overdressed. Ich halte selber nichts davon, ich würde so ein Video nicht machen, weil Outfits, finde ich, geht es nicht immer darum, wie viel es wert ist. Deswegen wollte ich, bevor wir jetzt anfangen, noch meinen kleinen Kommentar vorab abgeben und dann noch jeweils zu den beiden Videos, die wir uns gleich ausschnittweise anschauen, noch was sagen. Und zwar finde ich das Prinzip davon eigentlich ganz cool. Man hätte es vielleicht so quizmäßig irgendwie verpacken können, dass das irgendwer errät. Es kommt halt einfach so rüber, als würde es in der heutigen Mode einfach nur darum gehen, wie teuer das Outfit ist. Und ihr habt bei meinem Outfit bei Patrick zum Beispiel auch gesehen, ich hatte nur eine Zara-Jacke an, einen normalen Pulli und so, also das war jetzt alles nichts Krasses. Dann hatte ich eine normale Jeans an. Klar, wenn ich dann eine Rollie trage, dann ist mein Outfit natürlich teurer. Aber das darum nicht. Es geht ja beim Outfit nicht unbedingt darum, dass es teurer ist. Ja, na klar. Sonst hätte ich mir ja ganz andere Sachen anziehen können. Hätte ich mein Givenchy-T-Shirt, hätte die Yeezy Turtle Dove und so, dann wäre das Outfit nochmal teurer gewesen. Aber es geht bei Outfits meiner Meinung nach halt darum, dass das cool aussieht, gut zusammenpasst. Und wie ihr jetzt gleich sehen werdet, geht es den Leuten hier in dem Video, weil die wissen, dass ein Video gedreht wird, wirklich nur um den Preis. Und dementsprechend ziehen die sich dann auch an und ja, da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Und zwar haben wir als erstes Video ein Video von The Unknown Vlogs. Das Video ist auf Englisch, es wurde aber in Deutschland gedreht und ich finde, das Video ist einfach der Inbegriff von Fremdscham. Es gibt ein paar coole Outfits dabei, aber generell, dieser Typ kommt aus England, hat so einen Aufruf gestartet, so, yo, kommt alle da und dahin, ich bin in Deutschland, da machen wir ein How Much Is Your Outfit Video. Und das heißt, jeder zieht sich schon so an, dass es unbedingt teurer ist und die Hälfte davon kann auch kein Englisch. Ich finde es übertrieben cringe manchmal, aber wir schauen uns das jetzt mal zusammen an. The code 1K. Well, what's the code? My course, it's Kashmir. We are now in Ham. The code 1K. Ja, was ist das für ein Code? Ja, das ist Michael Kors. Das ist Kashmir. Michael Kors. Mega lit. Das war ein Witz, ne? Okay, it's like the North Face, I don't know, is 200 or I think so. It's an H&M pants, I don't know, 25 or like... No hate gegen diesen Typen. Ich feiere den ja. Aber so, er kann halt kein Englisch. The North Face, I think it's like 200. H&M Jeans, I think it's like 25. Also er benutzt die ganze Zeit denselben Aufbau. Das finde ich schon sehr amüsant. Yes. Under Armour 50. Yes. Supreme Venus. Ja, 10er, wenn das kein How Much Is Your Outfit Video wäre, 10er, wenn er dann ein Supreme T-Shirt drunter gezogen hätte zum Layern. Ja, also, nee. I don't know, it's 40. I don't know, it's 40. Ja, ey, willst du denselben Satz jetzt viermal sagen? For retail. Supreme Bag, 40, I got for retail too. And Keychain from Supreme, I think 50. Leute, ja, wir würfeln jetzt irgendwas zusammen. Hauptsache, es sind ein paar coole Marken dabei und schwupps, haben wir ein teures Outfit. Also, das ist die falsche Herangehensweise an die Jugend. Ja, egal. Ich trage da wahrscheinlich auch selber ein bisschen zu bei, deswegen darf ich da eigentlich wahrscheinlich nichts zu sagen, aber naja. Stone Island Beanie, 75. I got the Yeezy Power Face. Ey, das passt doch alles gar nicht zusammen. Grau mit Beige und dann ziehe ich noch eine türkise Supreme Bag an, also mh. And socks like 20 and four face like, I don't know, 120 for... So my beanie is from Supreme like 80, vintage Stone Island turtleneck like 80, Gosha 85. So, das Outfit finde ich, muss ich sagen, sogar cool. Es ist halt unnötig, dass er sich ein Gosha-T-Shirt runterzieht. Das hätte er halt sonst nicht gemacht, wenn das kein wie viel ist denn Outfit wert Video ist. Also tippe ich jetzt mal, weil wenn ich jetzt hier einen Sweater anziehe und es ist draußen kalt, dann ziehe ich da drunter ja auch nicht meinen Givenchy Rottweiler T-Shirt, sondern ziehe einfach ein Basic-Tee an. Also ist jetzt meine Meinung. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben oder ob ihr auch, wenn man die Klamotten nicht sieht, nur den feinsten Stuff anzieht. Like belt 20. The pants 50 and the shoes 200 meter. Bisher das beste Outfit, finde ich. Oh, toll. Ja, 15 Euro günstiger als das von dir eben. Gut, 500 ist auch, sag ich mal, gehobeneres Preisniveau, aber das fand ich war bisher das coolste. X Adidas 33.
Woolrich Parker 700. Ping Pong X Sneaker Freaker Bag for free. Shout out to Ping Pong. Easy. For free. Flex, flex. Ja, also Woolrich Parker. Also ich halte von dem Parker jetzt persönlich nichts. Das ist halt einfach, finde ich, passt nicht zu dem Rest des Outfits. So Street-Style-mäßig angezogen mit Bodybag und dann ein Parker so da drauf, der halt oben so Fell hat. Wahrscheinlich einfach nur, weil es sein teuerster Parker war. Ja, fand ich jetzt ein bisschen nicht so nice. Aber das Sweater ist cool. Ein Fall-Sweater, 300. Agnity, 100. Was? Er hat Supreme. Er hat die Calabasas Jogginghose drauf an. Das passt ja wirklich gar nicht zu einem edleren Parker. Also, oh, Leute, die halt einfach nur irgendwas zusammenwürfeln, damit es teuer ist, verstehe ich gar nicht. Es muss doch irgendwie zusammenpassen. Sowohl stilistisch als auch farblich. Ey. Boxer, 20, Calabasas Trackpad. Supreme Boxer. Hm. Ich zeige euch mal meine Unterhose. Ja. And 150, I paid resale. Rip this season 4 boots, I think 400. Yes, that's it. So. Dein Outfit kostet 1700 Euro, es ist dreimal so teuer wie die davor. Ich finde es aber mit Abstand das Schlechteste. No hate, kann ja sein, dass dieser Typ ein Zuschauer von mir ist, ich weiß es nicht. Ich will dich jetzt auch nicht persönlich mit angreifen, aber du solltest mal überdenken, um was es an bei Mode geht. Um dass es teuer ist oder dass es nach irgendwas aussieht. Naja, genug von den Amis, wir gucken jetzt das Video von dem lieben Apo Red. Okay, wir fangen an. Große Adidas, 120 Euro. Dann die Hose. Auch nochmal. Auch nochmal 120 Euro. Dann Red. Man muss sagen, also ich habe schon im Voraus mitbekommen, dass dieser Typ hier krass gehatet wird. Man muss auch sagen, es passt wenigstens zusammen. So, wer sich über seine Körpermasse lustig macht, ist halt unnötig so. Niemand hat sich seine Figur ausgesucht, außer man geht jetzt fett trainieren oder so. Manche haben dafür keine Zeit. Deswegen dafür no hate. Ich finde, das Outfit passt auch zusammen. Die Kette zum Beispiel, die er oben hatte, feiere ich zum Beispiel ab. Aber wir, gar nicht. So sagen wir 600? Ja, 500, 600 so. Ja, sagen wir 600. Und dann haben wir das schöne Piece. Zeig mal, oh, der Fokus muss immer real sein. Ja, oh. Ja, Leute, ihr wisst es wahrscheinlich schon, ihr habt das Video wahrscheinlich bestimmt schon mal gesehen, die Rolex ist. Okay, okay. Was ist der Flex? Wie viel ungefähr? Ungefähr 8000 kann man sagen. Ja. Okay, nice. Circa 8000. Also das kostet 220. Ja. Meine Schuhe auch 220. Ja. Die Hose 80. 80, ja. An sich cool. Was? An sich cooles Outfit, wollte ich gerade sagen. Und dann trägt der um den Mantel ein Off-White-Belt. Bro. Das meinte ich, das Outfit war an sich cool und dann denkt er so, mein Outfit ist noch nicht teuer genug, dann hole ich mir noch ein Off-White Belt und schwupps ist das Outfit mehr. Also, bitte zieh doch den Off-White Belt aus, dann ist dein Outfit echt in Ordnung, aber das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ja. 70 von Zara, ja. Kappe 35. 35? Im Gürtel 100. 100? Nice, Digga. Geil, Digga. Ich muss echt sagen, irgendwie catcht mich das Outfit richtig heftig. Hier habe ich jetzt noch als letztes Beispiel für euch jemanden, das ist kein teures Outfit, finde ich, sieht aber auf jeden Fall sehr cool aus und ist sehr nice kombiniert. Master, Jacke, 70 Euro Asos, Pullover, 30 Euro Weekday, T-Shirt, OVO, 40 Euro. Wow, selten, selten. Jeans Minimal, 50 Euro. Air Force Acronym, 300 Euro und Huawei 40 Euro von Supreme. Ja, wären die Schuhe da nicht bei, so es ist 530 Euro, wären die Schuhe ein bisschen günstiger, wäre der sogar unter 400 Euro. Also da sieht man, dass man auch so jetzt nicht über 1500 Euro liegen muss und das, der sah besser aus als die meisten, die davor drin waren. Also Leute, abschließend kann ich sagen, meine fachliche Meinung, hoffe ich jetzt mal, dass es okay ist, das zu sagen, ist einfach, ich weiß solche Videos jetzt nicht, nicht weil es keine coole Idee ist, sondern weil die meisten Leute da drin sich nicht so anziehen wie immer, sondern halt einfach übertreiben und irgendwelche Sachen anziehen, die nicht zusammenpassen, aber Hauptsache teuer sind. Deswegen, ja, bin ich da nicht so der Fan von. Ansonsten, ja, hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Wir sind kurz vor den 200k. Es ist sehr, sehr nice. Vielen Dank für euren Support. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace.